So. Alles eingefleischte Kirmesfans. Ja. Was sollen wir euch denn jetzt in der Backstage schon noch erzählen, was ihr nicht wisst? Bestimmt. Einiges. Na, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, aufgrund dessen, dass ihr ja alle eine immense Grunderfahrung habt, gehe ich mal davon aus, wäre es vielleicht gescheiter, wir machen so ein Frage-Antworten-Spiel, weil sonst erzähle ich euch jetzt hier irgendwas vom toten Hund und ihr sagt, ja, nun gut, das wissen wir ja alles längstens. Insofern ist es doof. Ich würde ganz einfach sagen, wir fangen mal an. Also, ich denke, meine Familie ist euch bekannt. Ja. Ich bin in der vierten Generation einer Großschaustellerfamilie aus Stuttgart. Meine Nichte ist schon die fünfte, da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben auch einen Aussteiger, in Anführungsstrichen, der ist mittlerweile mit 29 Jahre Richter, war mit 27 Staatsanwalt, das ist mein Neffe. Also man sieht auch da, dass es wohl auch hier Schaustellerkinder gibt, die dann auch mal sagen, okay, wir möchten jetzt mal irgendeinen Beruf erlernen, so wie es umgekehrt Menschen gibt, die als Quereinsteiger in unserem Gewerbe auftauchen, ja? Ihr steht hier vor den Bregenz Großanlage. Was soll ich euch sagen? 7 Transporte, 250 kW für euch, aber wahrscheinlich alles Eckdaten, die ihr längst wisst. 3 dieser Anlagen gibt es, weltweit transportabel. Eine wurde gebaut, die steht irgendwo in Amerika. Aber da weiß keiner was drüber, ob die in einem Park drin steht oder was mit der passiert ist. Südkorea, Südkorea nochmal eine, aber eine Parkanlage. Ist, ja, richtig. Also, genau, und da sind also 3 transportabel und in Deutschland, das ehrt uns ja, ne? Dass da keiner im Ausland ist. Ich habe mich letztens mit der Firma Husmer unterhalten. Wenn man so eine Anlage, ach, ihr zwei da hinten. Kommt mal näher, habt ihr Angst? Meine Freunde. Ich denke ganz einfach, ich habe mit der Firma Hus telefoniert, weil es mich interessiert hat, wenn man so eine Anlage nun neu erwerben würde. Eben in der ganzen Überlegung mit der DIN, was das dann eben kosten würde. Und die haben mir dann ganz klar mitgeteilt, für Geld, für kein Geld der Welt bauen sie so eine Anlage nochmal. Transportabel sowieso nicht mehr. Und für Park besteht der Bedarf auch nicht. Also bleibt zu erwarten, dass wir alleine bleiben. Das ist ja für uns auch ganz gut. Ja? Wir bereisen die größten Volksfeste kreuz und quer durch die Bundesrepublik. Es erfüllt uns auch mit Stolz, dass wir das geschafft haben und dass wir es nun über 30 Jahre auch konstant eben immer wieder halten dürfen. Unsere Anlage ist dieses Jahr im 30. Jahr. Ich hoffe, ihr seht es nicht. Und es erfüllt uns auch mit Ehre, mit Stolz, dass wir es immer wieder als Spagat hinbekommen, über Generationen die Leute zu begeistern, dieses Karussell zu fahren. Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass auch alles zum Kult wird. Dafür versuchen wir unser Bestes zu geben und freuen uns natürlich über die große Anzahl von Menschen, die uns begleiten, die uns dabei unterstützen, sei es in Form von Fans, die uns ja bis nach Hannover besuchen. Ne? Freunde. Ach, der Herr Möbius hat sich auch eingeschrieben. Als Fan. Ja, gut. Ah, ja, das sind die richtigen. Also es freut uns soweit. Ich würde sagen, ihr könnt nachher mit dem Christian, gehen wir mal runter. Die Anlage Bregenz groß ist eben sehr aufwendig, da wir die doppelten Kosten haben wie von so einer Kleinanlage. Aber auch das wird euch bekannt sein. Ich weiß nicht, habt ihr am großen Bregenz irgendwo schon mal eine Backstage-Tour gemacht bei irgendjemand? Das ist schon mal ein bisschen länger her, dass wir eine gemacht haben. Wo wart ihr gewesen bei? Ich meine, es war Dreher. Ja, bei mir nicht. Also, nee, Künstler waren wir noch nie mit. Ich hatte hier mal eine Backstage-Tour, aber ich weiß gar nicht, wer da warst du dabei und eine andere Gruppierung. Ja, es ist einfach doppelter Aufwand, doppelte Manpower. Wir fangen morgens an, auf so Plätze wie hier um 9 Uhr, haben dann eine Wartung bis 12 Uhr. Wir dokumentieren das auch. Die Leute von uns sind schon viele, viele Jahre da. Das macht das Ganze natürlich etwas leichter, dass jeder weiß, wo seine Handgriffe liegen, wo seine Arbeitsbereiche sind. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal runter. Ihr guckt euch die Anlage von unten an und dann können wir
euch eure Fragen beantworten. So, eine kurze Frage habe ich. Sie sind der einzige große Breakdance, der auf Trailerbasis ist und nicht auf Anhängerbasis wie die. Wir haben einen Sattel. Warum? Und Dreh hat auch umgebaut. Von Vorteil oder zu der Entscheidung gekommen? Nee, wir haben von Anfang an die Anlage als Sattel bekommen und wenn Dreher umgebaut hat, war der ja auch ein Sattel. Also das kann ich dir gar nicht beantworten. Wir haben den Mittelbau von Anfang an auf Sattel bekommen, hatten aber damals in der Erstausstattung der Fahrzeuge auch mehrere Sattelfahrzeuge dabei, haben dann aber im Laufe der Jahre uns wieder auf Anhänger konzentriert, haben aber den Mittelbau als solches gelassen, weil die Maschine dafür da ist und wir auch für einen Umbau als Anhänger gar keine Nötigkeit empfunden haben. Ich weiß auch nicht, warum die Kollegen das gemacht haben. Also, aber zum Rangieren rückwärts irgendwo rein in der Ecke ist. Auf Anhängerbasis hat man ja doch nochmal ein Gelenk oder ja, mehr. Aber wir sind immer in der glücklichen Lage, dass wir echt ein Personalgrundstamm haben, die schon über 30 Jahre bei uns sind und der Mittelbau fährt entweder mein Mann oder unser Thomas und sonst keiner und die zwei, die machen das ja mehr oder weniger nicht im Schlaf, aber aus dem FF, die sind da schon also mehr oder weniger so geschult, dass die da keine Probleme damit haben. Wir gehen jetzt in Schatten, Boulder. Deswegen sind wir zum großen Breaker gegangen. Wir haben Gott sei Dank viel Platz. Alle rein. Die Anlage verbraucht so viel Strom, müsst ihr euch vorstellen, wie eine ganze Straßen. Zeile, ja? 250 kW, dann wisst ihr Bescheid, wenn wir losfahren. Der kleine Breakdance hat, glaube ich, 125, 130 kW, so in dem Dreh. Also die Anlage braucht schon durch eben die Größe mehr Kraft, um sich in Bewegung zu bringen. Und ich denke, es ist auch durch den Radius eine völlig andere Fahrt. Ich denke immer, man kann es nicht so richtig vergleichen. Ne? Also, ihr dürft gerne fragen. Ja, aber das war also, so Fachpresse wie exklusive Bild. Also kann ich dir so nicht beantworten. Meine Mitarbeiter sind da. Der längste 21 Jahre von meinen rumänischen Mitarbeitern. Die anderen im Schnitt 15 Jahre, 14 Jahre, 5 Jahre. Sicherlich sind auch ganz junge Mitarbeiter dabei. Und da muss man einfach sagen, die lernen irgendwann dann in Rumänien ein Mädchen kennen. Dann heiraten die, dann wird die schwanger. Dann wollen sie vielleicht erst mal da bleiben. Aber ich für mich persönlich muss einfach sagen, toi, 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 wir sind mit 7 Mann ausgestattet, also 6 Rumänen, ein deutscher Mitarbeiter, das ist ein Team, die langjährig zusammenarbeiten. Der Christian ist unser Sprecher und Animator und der löst mich immer ab, der macht das ganz gut, der ist ja auch schon das vierte Jahr da. Davor war der Christian Ewald da, der war 10 Jahre da, also ich habe keinen großen Wechsel und ich lege persönlich da auch sehr Wert drauf. Du musst natürlich auch immer mit deinem Team auch mitarbeiten. Du musst auch für ihre Probleme ein offenes Ohr haben und einfach ihnen auch vermitteln, dass wir eine Familie sind, dass wir ein Team sind, dass wir zusammen das eben bewältigen und das sind hier keine Einzel-AGs, wie man ja jetzt beim Fußball hört. Ne? Sind auf einmal alles Einzel-AGs, deswegen haben wir ja so schlecht gespielt. Da muss ich sagen, wir sind eine Wir-AG und das ist, glaube ich, unser Erfolgsrezept. Hier wird jeder ernst genommen und es geht nicht ohne Mitarbeiter, es geht auch nicht ohne uns. Es ist immer ein Miteinander und ich muss echt sagen, ich lege da Wert drauf, dass es eben eine Crew ist, die länger zusammenarbeitet, weil da kann ich mich auch drauf verlassen. Ich kann mich drauf verlassen, wenn die ihre Wartung machen, die müssen das dokumentieren, die müssen es unterschreiben, die wissen genau, dass sie in die Verantwortung genommen werden. Wir kontrollieren das nach und ich höre zwar immer wieder, dass die Kollegen schon auch Probleme haben, aber das zieht sich ja nicht nur in unserem Gewerbe eben wie ein roter Faden durch. Ich habe ja im Fernsehen 2-3 Mal gesehen, dass selbst die Spargelbauern, Saisonbauern immense Probleme haben. Ich könnte mir das nur so vorstellen, dass in Rumänien vielleicht, wie es auch schon damals in Polen war, die halt auch eben sich immer weiterentwickeln und die da vielleicht nicht die
Spitzenlöhne wie hier erhalten, aber einfach sagen, naja gut, dann haben wir wahrscheinlich ein bisschen weniger. Wir brauchen in unserem Land vielleicht auch ein bisschen weniger, aber wir sind zu Hause. Also ich kann es nicht ganz deuten, was das Problem ist, aber es wäre natürlich schlimm, wenn sich das wirklich bestätigen würde und viele Kollegen hier natürlich dann Probleme hätten, dass sie nicht mehr von A nach B kommen würden. Ne? Also, gut zu hören, ich bei Ihnen auch so. Ja, im Moment und die letzten 20 Jahre. Ich arbeite auch täglich dran, aber man steckt in keinem Kopf. Aber ich kann einfach sagen, für mich habe ich erkannt, wenn die ganze Symbiose stimmt, wenn sich alle wohlfühlen, wenn alle ein gutes Miteinander haben, wenn jeder das Gefühl hat, er wird hier, es wird nach ihm geguckt, er hat hier auch eine Wichtigkeit und wenn er ein Problem hat, wird es sofort auch mit ihm besprochen und erledigt, dann denke ich, dass das ein Get-Together ist einfach. In dem Fall, Amen. Wie ist die Chefin so? Sag die Wahrheit. Das ist ganz Rumänien hier. Wollen alle Rumänen hierher? Ja. Ich denke, Deutsch nehmen sie auch noch weg. Aber ich habe keine Angst. Das war ernst gemeint, die Frage. Ja, klar. Jetzt geht's los. Also, Erik, wie bin ich denn? Die beste von allen. Danke, mein Schatz. Nein, sehr, sehr fair, sehr ehrlich, sehr korrekt. Sonst wäre ich auch nicht 4 Jahre hier. Ne? Also das ist, glaube ich, die größte Bestätigung, damit es die Frage nicht beantwortet. Ehrlich, korrekt, fair, lieb, ein großes Herz. Und sie weiß, was sehr sie streng. Will. Und sehr streng, natürlich. Ja, Zuckerbrot und Peitsche. Die Ausleger sind ja mal umgebaut worden, auch das vermute wegen der DIN-Norm. Die Ausleger, wir reden von den Gondelarmen. Genau, schon von Gondelarmen. Gibt es noch weitere Umbauten, die da möglich sind? Oder die Gondelarme haben wir nicht aufgrund der DIN-Norm verändert. Die Gondelarme haben wir weiterentwickelt, weil es ja bei verschiedenen Betrieben Schwachstellen gab, die aber keinesfalls irgendein Fehlverhalten der Betreiber aufgezeichnet haben, meiner Meinung nach. Ich habe das bei uns selber an unserem eigenen Betrieb recherchiert. Wir haben Fakten und Tatsachen erarbeitet. Es waren einfach, wie soll man es ausdrücken, schlecht verarbeitete Bauteile, die, wenn man sie auseinandergeschnitten hat, eben dann gewisse kleine Fehler aufgezeichnet haben und dann haben wir gesagt, nee, also wir gehen jetzt zu einem Betrieb unseres Vertrauens und haben da an diesem Prototyp damals mitgewirkt und der TÜV München. Mittlerweile gibt es ja 3, 4, 5 verschiedene Anbieter, die dann eben auch in dem ganzen DIN 13814 da gesagt haben, okay, die Arme muss man sowieso umbauen, weil man ja davon ausgeht, dass die Menschen heute schwerer sind wie früher. Und dann, ja ehrlich, die Berechnungen haben gesagt, die Leute sind heute eigentlich schwerer wie früher. Und wenn die schwerer sind und dann eben das alles an der Grenze war mit den Berechnungen in den 80er Jahren, dann um auf die sichere Seite zu kommen, machen wir das jetzt alles etwas klobiger. Anders. Ob das so ist, bezweifle ich auch noch, weil ich habe dicke Leute immer gesehen. Oder sagen wir mal, ich gehe von mir selber aus. Also ich meine, es fahren ja hier nicht nur irgendwelche Hungerhaken schon ein Leben lang. Aber das war die Meinung der Statiker vom TÜV und daraufhin war das natürlich auch eine Auflage zu sagen, wir müssen eben uns dann dem anpassen, dass sich viele Dinge verändert haben. Und deswegen gibt es ja die ein oder andere Auflage, wobei ich ehrlich sagen muss, ich bin auch ganz froh, dass es beim Breakdance nicht so viele sind. Da ging es eigentlich um die Arme und bei den Kleinen geht es noch um diese Windlastgeschichten mit der Rückwandabstützung. Das haben wir hier am Großen nicht, das seht ihr ja. Die Rückwand ist ja verbunden mit dem Rundbau, anders als bei den Kleinen. Und da sind wir dann außen vor. Es gibt 2, 3 Auflagen der visuellen in Augenscheinnahme täglich und ansonsten im Moment mal keine größeren Dinge, aber es kann ja noch kommen. Sie sind ja noch am Nacharbeiten.
irgendwann. Schaffen sie es vielleicht noch, bevor wir die ISO-Norm bekommen. Ja, man muss aufpassen. Ja. Ja, generell muss man ja immer am Ball bleiben. Ich denke ganz einfach, wenn man seinen Betrieb ordentlich wartet und ordentlich drauf aufpasst, immer die kleinen Schönheitsfehler gleich wieder ausmerzt, ne, weil um die geht es ja, ansonsten sind die Anlagen ja toi toi toi, alles sehr sicher. Wir haben ja auf jedem Platz mittlerweile TÜV-Abnahmen. Die sind sehr gründlich, der Betreiber ist selber gründlich, weil es ist ja ganz einfach so, letztendlich fahren wir hier bei jeder Fahrt 48 Menschenleben im Kreis rum, wenn es voll ist, wenn es nicht so voll ist, sind es weniger, aber es sind immer Menschenleben und da ist einfach die Sicherheit das oberste Gebot. Und dafür lohnt es sich und ist es auch einfach angebracht, morgens seine Dinge zu kontrollieren und alles visuell zu prüfen, ist alles noch im Zustand, wie es sein soll. Und ich denke, das ist nicht mehr wie recht, dass man das tut. Der eine ist halt vielleicht etwas akribischer in der Sauberkeit, der andere vielleicht etwas weniger, aber im Grunde genommen denke ich, ist es auf der Reise bei den Fahrgeschäften, bei den Achterbahnen sehr, sehr, sehr sicher. Das wird sehr akribisch täglich geprüft. Ich denke, wenn man mit der Bahn fährt, ist es vielleicht nicht, als Vergleich ist es noch lange nicht so. Ich denke, wenn ich da manchmal in den Zug einsteige, dann denke ich, was ist denn das jetzt für ein Klapperkasten, der da ankommt, ne? Also ich denke immer, hier können sich die Besucher und die Fahrgäste schon sehr, sehr sicher fühlen. Auf den Volksfesten und den Kirmesplätzen, denke ich. Park weiter, komm. Warum heißt der denn Nummer 1? Das kann ich dir genau beantworten. Eigentlich wäre der, wenn man von der Firma Huss ausgegangen wäre, wäre der kleine Breakdance die Baureihe 1 gewesen, okay. Der große Breakdance die Baureihe 2 und der kleine flache die Baureihe 3. Mein innovativer Vater hat gesagt, ich glaube, ihr habt eine Macke. Nummer 2, der ist größer, der ist doppelt so teuer, das ist alles viel schöner, das ist die Nummer 1 und Ende. Okay. Und da haben wir Nummer 1 draufgeschrieben und die Frau Dreher-Vespermann hat es verpasst. Der Bonner doch auch, oder nicht? Ja, der Bonner, der hat es ja, insofern auch verpasst, aber der ist ja auch noch 11 Jahre jünger wie wir alle. Der kam ja viel später erst. Ja? Der Bonner hat sich etwas länger überlegt, was er möchte. Dafür hat er den dritten von der ersten Reihe gebaut, oder nicht? Dritten? Den dritten gebauten Breakdance von der ersten Baureihe. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie viele haben wir denn jetzt in Deutschland? Also ich denke im Moment, ich so richtig überrascht kann ich es gar nicht, weil dann geht einer und kommt irgendwie wieder auf Umwegen. Ne? Ich denke, wir haben über 40. Ne? Weit über 40 kleine und die drei großen. Ne? Die drei, wie viele gibt es da? Einen Deutschen. Ein Deutschen. Da ist einer in Bayern, dann kommt ein Niederländer ab und zu noch mal rüber ins Grenzgebiet von NRW. Aber in Bayern gibt es auf jeden Fall noch einen, der Störzer. Ja, man muss ja auch mal. Nee, Störzer ist ja kein Host. Der Powerdance von. Man muss ja auch mal ehrlich sagen. Sonntag, der Powerdance. Die haben ja auch keine große Überlebenschance, wenn ich sehe. Wir möchten jetzt an so einem kleinen Breakdance fahren, wenn er den kleinen und den großen fahren kann. Also. Es war ja eigentlich ein verzerrter Wettbewerb, ne? Also, denke ich mal, oder? Ich war mal ein kleiner Gruppe. Komm, was ist mit unserer Frage-Antwort-Spiel? Komm, mach weiter. So viele Leute. Komm, immer weiter, traut euch, stellt euch nicht so an. Wenn mit der Zugfestigkeit vom Material hier. Was? Jetzt geht's los. Zugfestigkeit vom Material. Wird das vom TÜV geprüft? Wegen Materialverschleiß? Oder ja, selbstverständlich. Ja, wir haben also Intervallprüfungen. Das heißt, wir hatten irgendwann eine 12-Jahres-Prüfung und wir haben im Intervall von 2 bis 3 Jahren haben wir Prüfungsauflagen und Umfänge. Das heißt, da werden dann die ganzen Schweißnähte, die ganzen Materialien, Ultraschall geprüft, Magnetpulver geprüft. Ja, ja, ist schon klar. Sogar die Getriebe werden ausgebaut und werden geprüft. Ja?
Drehkugelverbindung. Das kommt alles raus. Zum Französischen. Aber dann seid ihr ja noch ein bisschen da, oder geht ihr dann alle nach Hause? Nein. Nee, nee. Dann hoffe ich doch, dass ihr zum Fahren kommt nachher. Ja. Aber alle. Ja. Zähle nach. Jawohl. Jetzt bleibt einer draußen, dann bin ich aber beleidigt. Du kriegst du einen Namensschlüssel, wow, kannst du abhaken. Wow. Aber alle. Ja. Nein, also wenn ihr wirklich jetzt weiter müsst, dann unterbrechen wir das. Wir können das jederzeit gerne wiederholen. Ich bin bereit für alle Fragen. Ja, Transparenz ist wichtig. Ich erst mal sagen. Danke, es war mir eine Ehre.